Juni 2022. Ein Loft mitten in Köln. Wir treffen die Beutelspachers zu einem Familieninterview. Was dabei passiert, hat keiner von uns erwartet. Ich habe es meinen Eltern schon oft nicht einfach gemacht irgendwo und war auch schon manchmal ein kleines Arschlochkind. Ich glaube, da habe ich schon ganz gut dazu beigetragen, dass es auch ab und zu mal Streit gab. Ich wusste dann natürlich, wie ich die Mama da auch beeinflussen kann, dass dann der Christian Ärger bekommt und ich nicht. Also das habe ich schon gut hinbekommen, ja. Was Mama und Papa einfach geleistet haben in der Zeit. Wenn man halt auch sieht, wie viel sie quasi zurückgesteckt haben durch uns, ist ja auch nicht so selbstverständlich, und dass das auch eine Beziehung überlebt und übersteht. Also wirklich, kann ich eigentlich nur Danke sagen, ja. So emotional wie an diesem Tag haben wir die Fünflinge und ihre Eltern noch nie erlebt. In den 23 Jahren, die wir sie mit der Kamera begleiten. Einen Tag zuvor. Wir haben die Familie Beutelspacher nach Köln eingeladen. Angeblich zu einer ganz normalen Stern-TV-Sendung. Was sie nicht wissen, in Wirklichkeit ist es eine Filmpremiere. Ja, seit 23 Jahren begleiten wir mittlerweile jetzt schon die Beutelsbacher Fünflinge und ihre Eltern. Da ist so viel Material zusammengekommen, da könnte man glatt einen Kinofilm draus machen. Ja, und genau das haben wir getan. Wir holen die nichtsahnenden Beutelspachers vor ihrem Hotel ab. Ja, toll, dass ihr alle da seid. Mit ihrem ersten Familienauto aus dem Geburtsjahr 1999. Das Ding passt sogar die Farbe. Das ist genau unserer. Alles genau wie damals, als es für die Fünflinge nach 3 Monaten endlich aus dem Krankenhaus zum ersten Mal nach Hause ging. Das Interesse an der Fünflingsfamilie riesig. Kinder! Kinder kommt doch da. Standing Ovations auch heute vor dem Kino in Köln. So, ich sag mal herzlich willkommen auf eurer ganz persönlichen Filmpremiere. Und bitte! Eben wussten sie noch nicht, was sie heute erwartet. Jetzt stehen sie im Blitzlichtgewitter und treffen auf Überraschungsgäste, mit denen sie nie gerechnet hätten. Oh mein Gott! Schnell noch ein Foto. Und dann beginnt sie. Ihre ganz persönliche Filmpremiere. Uniklinik Heidelberg vor 23 Jahren. Es ist der 21. Januar 1999. Die lang geplante Sensationsgeburt beginnt. Nach 30 Schwangerschaftswochen werden die Fünflinge per Kaiserschnitt geholt. Von einem Team aus 24 Ärzten, Schwestern und Hebammen. Johannes. Daniel. Christian. Esther und Silvana. Allesamt Frühchen, aber gesund. Jetzt haben sie es geschafft, die Filmpremieren. Dann wird es emotional im Kinosaal. Das sind die beiden Frauen, die euch noch vor eurer eigenen Mama im Arm hatten. Nämlich die beiden Krankenschwestern, die euch an dem Tag im OP versorgt haben. Und dann war in Auerbach nichts mehr, wie es war. Es ist für mich auch normal, ich gestehe mir das auch ein, man verliert ab und zu die Nerven. Nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wandern in Österreich mit 6-jährigen Fünflingen. Ganz schön mutig. Machen wir eine Pause. Einmal klettern wir noch, okay? Ich kann. Was musst du, Pipi? Pipi!
Es wird höchste Zeit, dass die Rabauken in die Schule kommen. Ab jetzt kann sich die Grundschule in Auerbach warm anziehen. Denn die Beutelspachers kommen im Fünferpack und alle gehen in dieselbe Klasse. Noch ist die Vorfreude groß. Doch die hält nicht lange an. War denn irgendwas schön? Nein! Zum Glück läuft es auf dem Gymnasium besser. Und ein paar Jahre später haben alle ihr Abitur in der Tasche. Die Beutelspachers bei SternTV. Jedes Jahr zu Weihnachten wird musiziert und gesungen. Doch dann der Hammer. Ich mache nächstes Jahr nicht mehr SternTV. Würdet ihr denn eventuell auch beim fremden Mann noch mal vorbeikommen? Mama und Papa haben nämlich gesagt, also wir wollen erstmal ein paar Sendungen von dem sehen, bevor wir warten. Erstmal ein paar Sendungen von dem sehen und dann zu entscheiden. Das ist eine mehr als weise Entscheidung. Genauso machen wir das. Die Fünflinge werden größer. Und mit der Pubertät wächst auch die Eitelkeit. Aua, 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 aua. Genau so. Wie so ein Motorradfahrer. Scheiße ist. Oh. Die Frisur ist nicht alles, oder war fast so? Trotzdem ist kacke. Kann ich nicht doch lieber auf die Seite, dann kann ich so gucken. Jetzt schnell. Ihr sollt jetzt nicht 300 Stunden darüber nachdenken, was könnte mich jetzt beschäftigen, sondern ihr macht das impulsiv aus dem Bauch heraus. Ja, ja, sag nix. Ich, wer weiß, was von mir kommt, dann kommt worüber bei mir redet nix. Ihr gerade die ganze Zeit? Was ist euch wichtig? Du fängst an, bitte. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. 23 Jahre Beutelspacher als Kinofilm. Diesen Abend werden sie wohl niemals vergessen.